über die Rampe. Junge. Oha, was ist das denn hier für eine Schaukelparty? Hallo und herzlich willkommen, hier ist Perface. Es geht weiter mit Dunkles Gewässer, dem Level von Call of Duty Modern Warfare 2. Okay, das ist unser Ziel. Denn aus 1 und 2 für den Einhackpunkten laden wir uns selbst ein. Alle Stationen, Schiffe in Sichtweite. Verstanden, alles vorbereiten, bleibt auf Empfang. Wenn Valeria nicht lügt, gehen wir an Bord, sichern und entschaffen die Rakete. Und wenn sie lügt? Gott hilf ihr. Gott hilf uns allen. Drei seid für alles! Könnte eine Falle sein! Kommando, wir sind bereit! Verstanden, an die Arbeit! Ich finde diese Teile richtig geil. So kommt man sehr bequem einem Seil hinauf. Alles klar, wir sind jetzt jedenfalls auf der Bohrinsel und versuchen hier das, also hier die Steuerung der Rakete zu finden. Oder die Rakete an sich natürlich selbst. Ich gehe mal hier rein. Okay, da ist gar nichts Besonderes. Grace, wie wär's, wenn du mal zur Seite gehst? Ei. Raum gesichert. Komme raus. Verstanden. Die habe ich natürlich nicht gesehen. Status. Gehen jetzt mit Shadow 3 an Bord des Schiffs. Roger. Gehen rein. Wow. Blendgranate geworfen. Ruhe in Frieden, Bruder. Dieses Cabrones wissen, dass wir hier sind. Wir müssen uns beeilen. Alle Shadows ausschwärmen. Ich will den Container. Also ich würde den. Ich würde den Kollegen wenigstens mitnehmen. Wir müssen los. Im Normalfall würde man das natürlich tun, wenn es möglich ist, ne? Ghost, Sie signalisieren dem Schiff. Sie werden die Rakete starten. Es ist die erste Stufe. Wir haben noch frei. Oh je, da ist die Rakete. Alter, ey, nervt mich doch nicht. Okay, hiermit kann ich schon mal bewegen. Also hiermit kann ich schon mal besser visieren hier. Okay, dann rauf zur Treppe. Okay, hier geht's nirgendwo hinein.
Muss ich wohl wahrscheinlich hier rauf. Natürlich. Kommando, hier ist Shadow 1. Vorinsel gesichert. Rücken jetzt zum Container vor. Verstanden. Bestätigen, wenn das Ziel neutralisiert wurde. Öffnen. Okay, da ist wahrscheinlich die Steuerung. Oh, Scheiße. Oder auch nicht. Wo ist die Steuerung? Auf dem verdammten Schiff. Kommando, es gibt ein Problem. Rakete ist scharf. Die Steuerung ist auf dem Schiff. Sie haben ihre Befehle. Dem Schiff, das ist schlecht. Alejandro, Feuerschutz. Soap mir nach. Wir gehen auf das Schiff. Ich gebe euch Deckung, hermano. Einhaken, Sergeant. Alles klar. Jetzt müssen wir rüber zum Schiff. Von der Bohrinsel zum Schiff. Über die Rampe. Junge. Ihr seid doch wahnsinnig. Stürzen wir uns ins Feuergefecht. Als wäre nichts passiert. Stürzen wir uns ins Feuergefecht. Oha, was ist das denn hier für eine Schaukelparty? Also... Wow, hier muss man aufpassen, dass man nicht von den Ladungen hier, von den Containern erschlagen wird. Autsch! Ja, da wurde ich schon... Ja, ja. Ich pass schon auf. Junge, er hätte doch jetzt zerquetscht werden müssen. Der Typ, der Gegner, der war da zwischen zwei Containern. War doch gerade der. Ah, das ist ein Ghost. Oh, es tut mir leid, Ghost. Der größte Idiot. Ich habe nur gerade da jemanden gesehen, der in die Richtung gezielt hat und ich dachte, da ist ein Gegner. Von hier aus kann ich ihn nicht mehr treffen. So, jetzt aber. Also das hier ist definitiv der größte Albtraum für jeden Seekranken. Das ist auf jeden Fall ziemlich krass hier. Es ist auf jeden Fall ein neues Level hier. Also eine neue Stufe von unruhigen Gewässern. Also das muss man definitiv abkönnen. Ich habe mal... Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das TikTok, YouTube oder sonst was war. Da habe ich mal so ein paar Videos gesehen, wie krass sowas manchmal aussieht, wenn man da auf einem Schiff ist und der Wellengang ziemlich extrem ist, dann das sieht schon manchmal echt furchteinflößend aus. Ich bin da wahrscheinlich noch reingerannt, wo die Granate drin war. Ich Idiot. Oh, du Arschloch. Von da oben, ne? Der ist auf einem Container drauf, da. Was ist denn das? Was übertreiben die jetzt so? Der Typ da oben. Dein Kopf ist im Weg.
Alter, du nervst. Oh Mann, ey. Komm, beruhig dich wieder. Okay, hier habe ich jetzt erstmal ein bisschen Schutz. Oh Mann. Ich muss wahrscheinlich nach oben. Junge, schieb mich doch nicht! Sieh nach, die Steuerung liegt dahinter. Ja, hoffe ich. Okay, zurück! Hier ist Shadow 1, spreng den dritten Eingang auf. Okay, das sind noch Klos. Wie willst du hier eigentlich pinkeln bei dieser Schaukelparty? Geht ja alles daneben. Freut sich bestimmt die Putzfrau. Oh, Ghost! Ja, was kommst du auch auf einmal daher? Hier ist Shadow 1, rücken zum zweiten Deck vor. Wo bist du, Lümmel? So, weg mit dir. Oh, jetzt da auch noch. Korridor 1, wir rücken zur Brücke vor. Schießen alle Fahrzeuge. Bestätigt. Wir sind alle hier. Roger, bereithalten. Jetzt habe ich natürlich außersehen eine Rauchgranate losgelassen. Das war natürlich sehr schlecht. So. Okay, haben die Steuerung. Knicken uns ein. Okay, ist die Steuerung der Rakete. Wir haben komm sie gefunden. Schon, Baby, komm schon, Baby. Fuck. Wir können sie nicht entschärfen. Wieso nicht? Es ist zu spät. Gibt es keinen Abbruchcode? Tja, also dieses Fenster hat sich wohl geschlossen. Ach du Scheiße. Und jetzt? Shadow 1. Rakete ist in Startphase und zündet gleich. Bitte komm. Verstanden, Shadow. Dann müssen wir sie sprengen. Verstanden, Kommando. Bitte warten. Soap, ran an die Steuerung. Wir müssen das gemeinsam machen. Jetzt tickt die Uhr, also müssen wir uns sputen, Bruder, okay? Zweimal. Alles klar. Drin. Kommando, sind an der Steuerung. Was ist der Befehl? Geben Sie den SNS-Code ein für die Detonation. Was ist ein SNS-Code? Sprengung nach Start. Wir zerstören die Bohrinsel mit der Rakete. Alejandro ist noch dort mit den Shadows. Ach du Scheiße. Alle Einheiten, räumt die Bohrinsel. Wiederhole, räumt die Bohrinsel. Leute, wie viel Zeit haben wir? Eine Minute. Eine Minute. Los, an die Steuerung, so. Das ist nicht mal Druck. Aktiviere den Diagnosemodus, um den Login zu umgehen. Soap, drückt die Tasten Clear und Mode gleichzeitig. Clear und Mode, also Viereck und Dreiecke in... Ach, Viereck und Kreis in dem Fall. Erledigt. Moment, was passiert hier? Nur etwas Technikmagie. Okay. Jetzt
brauche ich die letzte Ziffer in Reihe 2, Spalte 1. Reihe 2, das ist das, das ist C. C wie Charlie. Perfekto. Ihr Ziel ist New Orleans. Nicht mehr. Ziel aktualisiert. Drück Execute und das war's. Alles klar. Genießen wir unser Werk, Sergeant. Und Abschuss. An alle. Achtung, gleich knallt es. Oh, gleich knallt's. Damit haben die nicht gerechnet. Also das nenne ich mal eine Silvesterrakete. Wunderschön, Scheiße. Heilige verdammte Scheiße. Alejandro, alles okay? Heilige Mutter Gottes, das war der Wahnsinn. Alles okay? Bestätigt, hier ist alles gut, Hermano. Gold Eagle hier, Shadow 1. Treffer, Treffer. Rakete und Bohrinsel zerstört. Verstanden, Shadow 1. Gut gemacht. Jetzt raus da und nach Hause. Soap, Ghost, danke für die gute Arbeit. Bitteschön. Verstanden, Kommando. Zurück zur Basis, Männer. Das war der Männer. Männer-Einklatscher. Kennt ihr diese Raketen von Silvester, die immer so eine Fehlzündung manchmal haben, die dann auch so schräg abgehen, so schräg starten versehentlich? So ungefähr gefühlt war das jetzt gerade auch. Das? Nur die unmittelbare Zukunft. Trete zurück. Was? Ganz recht. Wäre? Das ist meine Basis. Keine Basis. Es ist eine beträchtliche Geheimanlage. Und ich mag sie, also nehme ich sie. Ihr wurdet freigestellt. Danke für eure Dienste. Nein. Du kannst mir nichts befehlen. Hat nicht Valeria sowas gesagt? Da frage ich mich doch, was ich sonst noch wissen sollte über deine Verbindung zum Drogenhandel. Was zum Teufel hast du gerade gesagt, wenn der Bier ist zu weit, Graves? Tut das nicht. Tut das nicht. Ich will kein Blut vergießen. War das eine Drohung? Soldat, ich bedrohe nicht. Ich gebe Garantien. Also ganz locker. Ich rufe Shepard. General Shepard lässt schön grüßen. Er wusste, ihr würdet das nicht gut aufnehmen. Er weiß davon? Er hat mich zum Befehlshaber dieser Operation gemacht. Also haltet alle den Ball flach. Zeit, dass die Profis hier übernehmen. Und warum tun wir noch so, als hättet ihr irgendetwas zu sagen? Ich habe Befehle. Und ihr jetzt auch. Und für wen hältst du dich eigentlich, Cabron? Meine Männer sind da drin! Ich fürchte nicht. Deine Männer wurden verhaftet. Ja, Arschloch. Verräter. Oh, Soap wurde angeschossen. Großer Fehler, Bruder. So hätte es nicht laufen müssen. Dieser Mistkerl. Findet sie! Jetzt suchen die Soap, gehen von Haus zu Haus und töten die Bürger oder was? Habt ihr die beiden Leichen da gesehen? Das waren Bürger. Asozial. Schicke einen Transporter für die Gefangenen zu eurer Position. Bereithalt auf Verstärkung, nördlicher Platz, schnell! Hier ist Bravo 7-1, sende blind. Hört mich wer? Ghost, hier ist 7-1. Kannst du mich hören? Fuck, wo steckst du, Ghost? Ja.
Sieht übel aus. Soap, hier ist Ghost. Hörst du mich? Johnny? Johnny, hörst du mich? Bestätigt. Dachte, du wärst tot. So, nächstes Level allein. Ja. Also, wie, also die Mission beschreibt es schon ganz gut. Wir schlüpfen ja wieder in die Rolle von Soap. Wir sind allein und das nicht nur das, wir sind auch noch verletzt. Und ja, es sieht übel aus, von daher bleibt es spannend. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich würde aber an dieser Stelle hier den Part beenden. Und ja, seid gespannt, wenn es weitergeht mit dem nächsten Part. Bis zum nächsten Mal, euer Perfekt. Ciao.